So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Knights of Honor. Wir haben gerade hier diese Stadt eingenommen und tun die natürlich sofort hier nehmen. Und schicken erstmal unseren Reiter her zurück zum Aufladen nach Syrien. Da kann man ganz gut Reiter anwerben. Also im Moment so nicht, aber. Oh. Zack. Hier unser. Gott. Banghazi. Oh, ich verpasse das aber auch immer. Wo sind diese Rebellen hin? Wo sind diese verdammten Rebellen? Ach, hier gibt's gar keine Rebellen mehr. Haben die uns angegriffen? Und sie belagern natürlich meine Stadt. Ist ja mal wieder typisch. Mit Führungsgeschick. Ich hoffe mal, der trifft rechtzeitig ein. Wo ist der gerade? Es dauert noch eine Weile. Verdammt. Aber okay, lassen wir uns ein bisschen belagern. Okay, der marschiert dahin. Die hier sind in der Stadt und der marschiert noch gerade noch nach Norden. Gott. Wenn der Krieg gegen die Mameluken vorbei ist, habe ich glaube ich schon gesagt, aber wir müssen unbedingt dann mal wieder bauen. Und so weiter und so fort. Und Sympathisanten sind neue da. Hier in Palästina. Wir können uns doch mal erlauben, mit unserem, hier, diesem Herr halt dagegen zu ziehen. Jetzt sind wir bei Kreta. Wie läuft's hier bei der Belagerung? Es geht, es geht. Wir halten einigermaßen durch. Wir haben ja auch einen gewissen Boni. Ich hoffe trotzdem, dass so bald wie möglich der hier kommt. Mit denen seiner Armee. Werden die fertig gemacht. Da. Irgendwo waren noch Rebellen. Noch eine Prinzessin ist erwachsen. Sehr schön. Ach, hier ist der. Steht hier irgendwo, dass der Rebell hier voll. Ja, der hat verlassen. Schön. So, was haben wir noch? Antiochia. Das ist das nächste, was wir eingliedern. Prinzessin ist erwachsen. Aber ich habe eigentlich keine Lust, mich irgendwo einzuheiraten. Das sind immer diese Verpflichtungen mit Bünden und so weiter. Und wo haben die die Grenzen überquert? Da oben. Ich bin am Rebellen vermöbeln und am Leute auffüllen. Marschiert zurück. Na toll. Jetzt muss ich erstmal hier meine Leute ein bisschen. Ja, kämpfen natürlich. Und noch Wüstenspeerträger. Um die Stadt hier einigermaßen sinnvoll zu verteidigen. Rüsten wir hier mal zur Herberge auf. Handelsabkommen Lothringen. Nein, das mal nicht. Wie groß ist denn Lothringen eigentlich? Jut. Oh, von Zeit zu Zeit versammeln sich die mächtigsten Herrscher Europas, um den höchsten unter ihnen zu wählen, der von nun an über ganz Europa herrschen soll. Nun ist wieder der Moment der Wahl gekommen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber das kommt halt immer mal so. Und ja. Schauen wir mal. Wir stehen zur Auswahl oder Kniaz Wasili, Fürstentum von Nowgorod. Ah, Böhm blickt mit
blickt ehrfürchtig auf die militärische Macht von Ilkhanidien und Böhm respektiert Ilkhanidien wegen dessen größeren Ländereien. Ja, also Böhm mag eigentlich beide so ein bisschen, mag uns beide ein bisschen und deshalb stimmt für niemanden, verzichtet auf die Abstimmung, enthält sich. Earl Alfred von Ulster verzichtet auf die Abstimmung. Der respektiert mich wegen den größeren Ländereien. Und mag Nowgorod gar nicht, aber mag mich nicht genug, dass er mich hier wählt. Ja, schade. Österreich verzichtet auf die Abstimmung. Oh. Österreich mag hier bei Österreich ist es andersrum, mag Nowgorod so ein bisschen. Was, die bilden sogar ein Bündnis? Boah. Ich hab ja Glück, dass die hier nicht dafür stimmen. Mich mag sie gar nicht. Ich bin mit Österreich im Krieg? Das ist mir neu, aber. Ja, okay. Muss ich schon mal gucken. Hier ist es wieder andersrum. Und hier ist es auch wieder so, ja, was sind ja Leute los, ja? Eher gegen Nowgorod und. Ergebnis: Niemand konnte zwei Drittel aller Stimmen für sich gewinnen. Daher war es diesmal nicht möglich, einen Herrscher von Europa zu finden. Schließen. Okay. Gleich mal gucken. Ich bin mit Österreich im Krieg? Wusste ich gar nicht. Aber Tatsache, da steht's: Krieg. Belagerung von Sinai. Ja, war ja vorauszusehen, dass das gleich kommt. Hat er hier endlich mal kurz aufgeräumt? Ja. Einen Soldaten verloren. Aber ein Kreuzzug gegen das Reich der Mameluken, das existiert bald nicht mehr. Ich hoffe mal, ich habe das vernichtet, bevor hier. So, holen wir mal unsere Haupt-Mega-Armee. Hier hinten ist er nicht mehr. Gehen wir, machen wir das dahin. So, was haben wir denn noch? Der ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg, aber der ist wahrscheinlich eher da. Hier sind wir leicht überlegen. Wir haben zwar keinen Bonus, aber ja, wir haben ja hier unser bisschen Zeug gebaut. So. Ansonsten könnte man überlegen, vielleicht einen neuen Marschall anzustellen. Belagerung durchbrechen. Ich denke mal, der dürfte jetzt keinerlei Chance. Ja, hier steht es eindeutig überlegen. Sind wir. Hier kommt noch unsere Zweitarmee. Oh. Mieser Plan, mieser Plan. Den ihr Lager. Gleich mal angreifen. Nee. Noch mieserer Plan. Indem ihren Landen ein Lager bauen. Oh, wir haben Feind eingesperrt. Natürlich wieder durchbrechen, ist ja klar. Oh, die sind so blöd. Aber Alexandria werden wir so nicht tot kriegen. Ja, helf deinen Truppen in Alexandria. So. Das sind auch ein paar Idioten, oder? Die müssen mich unbedingt angreifen. Ich weiß zwar nicht mehr, wer den Konflikt angefangen hat, aber jetzt möchte ich ihn natürlich gewinnen. Ist ja klar. Kämpfen. Das hat keine Chance, das ist mein Hauptgeneral. Das ist wirklich ein General. Kein Lösegeld? Nein? Nein? Gut. Was macht man mit Gefangenen? Man hier richtet sie hin. So.
Kämpfen. Den machen wir auch noch platt. Zack. Ach so, um es noch einfach nochmal zu erwähnen, ich habe einen Minecraft-Mittelalter-Server. Link ebenfalls in der Beschreibung. Und wir haben schon wieder einen gefangen. Und ja, genau, da geht es halt auch so Mittelalter und so weiter mit einem großen Kaiserreich und ja, nur um es einfach nochmal zu sagen. So, wir spielen jetzt hier, die Folge geht schon 10 Minuten. Und gehen wir mal noch gegen die Rebellen hier vor. Und hiermit gehen wir gegen die vor. Dann laden wir nochmal unsere Leute auf und vernichten unsere restlichen Provinzen. Kämpfen, natürlich. Auch kämpfen, ist ja klar. So, wir haben noch mehr Siege errungen. Wundert mich gar nicht. So, huhuhu. So, wir haben hier noch mehr Siege errungen. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis hier die ganzen Schlachten geschlagen sind. Oh, haben wir den gerade mit Hilfe unseres Lagers ausgelöscht? Wow, das habe ich auch noch selten gesehen. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat hier ein Lager gehabt. Dann hier der und da haben wir den mit den Pfeilen beschossen, dann war er tot. Belagern. Wow. Wow. Die haben eine relativ große Armee. Und wir haben nicht so viel zu fressen dabei. Der muss sich beeilen mit dem Kommen, weil sonst ist es hier auch bald vorbei. Und der tut hier mit seinem einen Ritter die Belagerung durchbrechen. Oh, kann es nicht aufbringen, dann man richte ihn hin. 199 von 200. Aufladen. Und umhauen. Und jetzt noch die Belagerung durchbrechen. Wir dürfen nicht verlieren. Scheiße, die haben einen 45-prozentigen Verteidigungsbonus. Das ist natürlich hart. 45% ist ganz schön viel. Belagern erstmal. Bang hat sie. Du mal das eingliedern. Das ist schon ganz schön hart hier. Wir belagern gerade den ihre letzten beiden Städte. Ob denen das gefällt? Ich glaube nicht. Oh, aber unsere Leute gehen auch drauf. Ja. Verlassen. Zack, sind die auch da. Und Angriff. Und gleich ex Was mit meiner Armee passiert? Was gerade mit meiner Armee passiert? Hier war es das auch. Dieser Krieg ist vorbei. Oh, mein Kaufmann ist desertiert. Das war's. Dieser Krieg ist vorbei. Und das ist jetzt nicht nur das Ende des Krieges, sondern auch das Ende dieser Aufnahme. Wir haben noch ein neues Gebäude errichtet. Und
Ich freue mich auf den nächsten Part. Wenn euch das Video gefallen hat, hier Daumen hoch und so, ja, kennt ihr ja. Hätte ich gern, wenn euch es gefallen hat. Wenn euch es nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter, ist ja auch klar. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und tschüss.